Mehr als 150 Millionen Mal wurde dieser Song bei YouTube schon geklickt. Ein Mega-Erfolg ist das für die US-Amerikanerin Lindsey Stirling. Die zeigt, mit dem richtigen Beat kann man auch mit einer Geige Partymusik machen. Unser Reporter Marc Schmiel hat die 29-Jährige heute in Berlin getroffen. Als wäre Geigespielen noch nicht hart genug. Lindsey Stirling ist auch noch eine eindrucksvolle Tänzerin. In der Kombi gibt das ein Bomben-Fitnessprogramm. Ich bin in der besten Form meines Lebens, wenn ich auf Tour bin. Kein Workout notwendig. Am Instrument braucht es aber tägliche Übung. Seit sie 6 ist, spielt die 29-Jährige Geige. Die klassische Musik wurde ihr aber schnell langweilig. Inspiration fand sie bei einem Deutschen. Als ich Teenager war, habe ich David Garrett entdeckt und gedacht, wow, ich spielte schon Geige, aber es war cool zu sehen, wie kreativ man damit sein kann. Allerdings, erst suchte sie sich eine Rockband, dann probierte sie einfach alle Richtungen aus und wurde vor allem mit ihrem Dubstep-Mix erfolgreich. Bei YouTube gehört sie mit über 8 Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten Usern überhaupt. Bei uns ging ihr aktuelles Album gerade auf Rang 4. Kein Wunder, dass Lindsey Deutschland-Fan ist. Ich bin gerade in Berlin. Nach dem Interview mache ich erstmal eine Fahrradtour. Vorher gibt's aber noch einen Tipp für alle, die jetzt Lust auf eine Geigerkarriere bekommen. Das erste Jahr wirst du richtig schlecht sein, aber wenn du das durchstehst, dann wird es schnell viel einfacher. Also ein bisschen Geduld, dann klappt's vielleicht auch mit der Weltkarriere.